Steven erklärt die Regeln einfach gar nicht mehr. Ja, so heißt das Spiel. Habt ihr euch ein bisschen selber eingebrockt? Nur so viel. Hier im Studio wurden 5 Aufgaben vorbereitet. Jede Aufgabe müsst ihr mit maximal 5 Versuchen schaffen. Wie ihr diese Aufgaben löst, obliegt alleine euch. Aber ich habe hier auf den Karten Regeln stehen. Genauso sind die auch eingeblendet für unsere ZuschauerInnen zu Hause, die ihr nicht brechen dürft. Brecht ihr eine Regel, sage ich euch, dass ihr sie gebrochen habt und ein Versuch ist weg. In der Zwischenzeit begebe ich mich auf meinen... Ich begebe mich auf meinen kleinen Steven-Gätchen-Thron. Ist es egal, womit wir anfangen? Guck mal, das ist total geil. Das ist nämlich mein Buzzer. Drück mal drauf. Schön, ne? Aber müssen wir in der richtigen Reihenfolge anfangen? Ja, ich sag euch immer kurz vorher, was ihr machen müsst. Ich habe aber jetzt kurz, muss ich mir Zeit nehmen für einen Drink. Ah. Darf ich mich hier so auf die Ecke kurz setzen? Du kannst dich da hinten, ich kann dir den Nacken krauen, wenn du möchtest. Nee, möchte ich nicht. Ja, an deinem Finger lutschen. An meinem Zeh. Meinen Finger möchte ich nicht. So, da ja keine Zeit läuft, geht es ja nicht auf Zeit. Gut, also. Was ist jetzt los? Steven erklärt die Regeln einfach gar nicht mehr. Startet jetzt Spiel 6 für euren nächsten Vorteil. Und zwar müsst ihr jetzt bitte Folgendes machen. Aufgabe 1 lautet, ihr müsst von Punkt A nach Punkt B. Dort ist Punkt A, da ist Punkt B. Ihr müsst von 5 Aufgaben 3 schaffen, dann habt ihr einen Vorteil erkämpft. Viel Spaß. Wir müssen von Punkt A nach Punkt B. Naja. Denkt dran, keine Regeln brechen. Ich achte da ganz genau drauf. Es gibt eindeutige Regeln, die ihr nicht brechen dürft, aber ich erkläre sie euch nicht. So, also zum Beispiel, ihr dürft nur... Ah, oder vielleicht auch sowas wie nur auf den Händen laufen, dass der eine den anderen an den Beinen fasst. Ja, aber das würde ich jetzt nicht auf Verdacht machen, ehrlich gesagt. Also. Lass uns gemeinsam rüberhüpfen. Aber einer muss auf dem rechten, der andere auf dem linken, oder ist es wurscht? Ist egal. Okay, los. So. Das sah super aus, aber ihr dürft nicht von A nach B springen. Erster Versuch nicht geklappt. Nicht springen. Oder hüpfen. Robben? Ich werde nicht robben. Hey, ganz ehrlich, der Unterschied ist... Moment. Das ist jetzt ein Psychospiel. Hör mir kurz zu, bitte. Wenn er jetzt sagen würde, robbe von A nach B... Und da würde man einen Punkt für bekommen, würde man sofort machen, weil er hat ja gesagt, das ist die Aufgabe und dann würde man es machen. Dir ist es jetzt nur unangenehm, weil wir jetzt aus dem Nichts heraus freiwillig von A nach B robben wollen. Oder weil ich sage, vielleicht ist es robben und du sagst, will ich nicht, verstehe ich. Glaub mir, ich habe auch schon bessere Bilder im Fernsehen erzeugt, als dass ich über einen LED-Boden robbe. Ja, aber das ist so, ich weiß, irgendwas am Robben passt mir nicht. Ist okay. Habe ich kein Problem mit. Also zeig es nur mal, wie würdest du robben? Also das geht dann nicht als... Ich mach das nicht jetzt, ja. Nein, aber... Ja, verarsch keinen alleine. Mache ich nicht. So. Oh ey, Alter, das ist... Also bei mir ist das große Problem, ich kann keinen guten Puzzle bauen. Er will halt, dass wir sagen, dass wir Regeln noch ganz gut finden, ne? Dass er das super moderiert. Kriegt er nicht. Dass er das super moderiert, das weiß ich. Ja, komm, wir machen mal so, ey, komm, ich nehme dich an den Füßen und machen so Schubkarre. War das zu viel 50 Shades of Grey in deinem Mund, oder? Nein, ist alles in Ordnung. So, das machst du aber nicht schlecht. Ne? Naja. Es darf keiner von A nach B laufen oder gehen. Ah, guck mal. Er gibt uns immer mehr Hinweise. Wie viel haben wir? 3 Versuche oder 5? 5. Also okay, aber laufen, hüpfen. Also das heißt, es ist wirklich, ich sag dir, wir müssen über den Boden rutschen. 5 Aufgaben, 5 Versuche pro Aufgabe, 3 müsst ihr lösen. Ah, oh, krass. Oder hier, wir haben doch mal diese Rollenmatz gemacht. Weißt du, bei Home oder Paradise oder wie die Sendungen alle hießen? Seitwärts rollen. Also wir rollen so ein Seitwärts, komm, so. Das finde ich irgendwie vollkommen würdig. Ja. Dann habe ich wenigstens das Gefühl, ich bin ein erwachsener, normaler Mann. Ich roll normal. So. Von A nach B. Von A nach B. Ja. Ja. Das hat er nicht gerollt. So. Oh. Also man hat irgendwie... Das, oh. Warte mal, nicht so schnell, sonst überrollst du mich. Toll macht ihr das.
Ich verliere das B aus den Augen. Ihr beiden, ich muss leider sagen... Mann, ich bin schwindelig. Das war großartig. Was? Ihr habt diese Aufgabe bestanden. Nein. Ja! Ich bin ganz stolz. Wirklich toll. 3 von 5 Aufgaben müsst ihr schaffen. Lieber Joko, lieber Klaas, die nächste Aufgabe steht direkt dort vorne. Und zwar lautet sie folgendermaßen. Ihr müsst die beiden Gläser, also diese Shotgläser, austrinken. Wenn wir das jetzt einfach so aus... Das Problem ist, das ist auch ein getarntes Saufspiel, weil wenn wir das jetzt austrinken, sagt, ist falsch, dann kommen nämlich 2 neue Gläser, ne? Oh. Verstehst du, wie ich meine? Das wäre aber ärgerlich. Insofern, probieren wir es mal auf die einfachste Art, oder? Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht ist das ja richtig. Prost. Oh nein! Ach, wie doof! Ihr dürft die Gläser nicht in die Hand nehmen. Oh, das wussten wir nicht. Boah, schmeckt so ein bisschen wie Hustenbonbon. Hat uns keiner gesagt. Oh. Leon, na, einen Versuch haben wir ja wohl noch, ne? Leon, ich würde sogar 2 Augen zudrücken und sagen, wir können das auch gerne 10-mal spielen. Aber ihr habt nur 5 Versuche. Könnt ihr auch jetzt 5-mal hintereinander austrinken, dann habt ihr die Aufgabe nicht bestanden, nee. Aber einem Tee. Ja, wir probieren das schon. Nee, aber das macht keinen Sinn. Man müsste es ja eigentlich, wenn, gucken wir so, aber das macht wir dürfen Sinn. Wahrscheinlich... Das Glas nicht anfassen, deswegen habe ich diese beiden Strohhalme in der Hand. Wir würden einfach mit Strohhalm austrinken. Wollen wir das nächste probieren? Ja, okay. Gute Idee. Wer weiß, kann ja seine Strohhalme. Ja, aber dann wäre blöd. Dann wollen wir noch was anderes vorher machen. Schmeckt's? Ja. Ja. Okay. Ah, ärgerlich. Das war falsch. Ihr dürft leider keine Strohhalme benutzen. Regelbruch. Weißt du, welchen, nur für also, so ein Spiel, wenn wir das nochmal haben. Dann bitte, ich mag diesen Lakritz-Schnaps so gerne. Oh, nee. Ja, den hast du dir letztes Mal auch so reingepfiffen. Ah. Vielleicht hast du was mit. Guck mal, Joko, ich habe hier einen Drink, da fehlt der Eiswürfel. Halt fest, ich mach's. Oh ja, warte mal, das ist gut. Oh. Pass auf, hier. Nochmal. Was ist denn, wenn wir den auf Eis trinken müssen? Vielen herzlichen Dank. Kann das sein, dass wir den on the rocks trinken sollen? Das ist eine gute Idee von dir. Könnte sein, oder? Naja, hoffen wir mal, dass es diesmal klappt. Bist du auch so gespannt? Schade wär's. Ihr dürft nicht umfüllen, ihr dürft nicht in die Hand nehmen. Mann, Mann, Mann. Drück ein Auge zu, das war nur ein Regelbruch. Wir dürfen nicht ihn umfüllen und wir dürfen ihn nicht in die Hand nehmen, hat er gerade gesagt. Wir dürfen nicht umfüllen. 2 Versuche noch. Ihr müsst 3 Aufgaben schaffen. Wir dürfen nicht umfüllen, wir dürfen ihn nicht in die Hand nehmen. Das heißt, man müsste jetzt eigentlich den hier machen. Ihr dürft das Glas nicht mit dem Mund berühren. Einen Versuch habt ihr noch. Ich konnte gerade mit offenem Mund konnte ich nie runterschlucken. Nee, habe ich auch gerade Probleme gehabt. Wie viele haben wir jetzt davon gehabt? 4. 4. Wer macht denn das Finale? Lallst du? Nein. Keiner lallt hier. Aber nein, Herr Officer. Das ist mein Lieblings-TV-Total-Ausschnitt von Til Schweiger früher. Wir sind müde, wir gehen jetzt nach Hause. Gut, einen Versuch habt ihr noch. Sieben, wir gehen gleich nach Hause. Ja, das machen wir. Aber nicht, weil wir müde sind. Na komm, ich probiere noch mal einmal. Hey, ich hab's noch gar nicht gemacht. Ich komm nicht Aber auf. Er hat's schon falsch gemacht, er hat die Regel gebrochen, er hat das Ganze in die Hand genommen. Das geht ja, das ist nicht. Jetzt verloren gegangen, das ist eben so. Ja. Gut, nicht geschafft, diese Was Aufgabe. Wäre die Lösung Tut mir leid. Gewesen? Wie bitte? Wie wäre die Lösung gewesen? Ja. Die Lösung wäre gewesen, da ist eine Greifzange in dem Eis und damit hättet ihr das Glas heben müssen? Glas heben müssen und reinkippen. Wo rein? Ich würde jetzt mal sagen, theoretischerweise in den offenen Mund. Du hast zu viel getrunken.
Gut. Wollt ihr noch einen oder wollt ihr weitermachen? Einer Glas. Bitte? Wollt ihr weitermachen oder? Leon, ich zeige einmal kurz, wie das Leon, ausgesehen hätte. Hast du ja, noch einen, mal? Leon? Einen Lütten nicht noch? An die Lippen. Einen noch, komm. Ja. Einen noch, komm. Einen noch for the road. Wie viel Prozent hat er? Ich schätze 22. 22 Prozent, dann haben wir jetzt 100 Prozent. Ne, 6 haben wir getrunken. So gehst du abends auch in die Bar und trinkst. Ja. Das ist sehr immer wenn ich 100 Prozent erreicht habe, gehe ich nach Hause. Oh, das kann ja heiter werden. Das ist Spiel 6. Ey, wir haben noch ein Finale. Aber mein Kram hier hinten knallt auch ein bisschen. So, Joko. Deswegen ist auch beim Bier immer so schwer. Ja, klar. Muss er noch 25 Bier trinken. Ja. Sonst kann ich nicht nach Hause gehen. Ja, dann kannst du einfach mal 2 Captain Morgan und tschüss, ne? Joko, jetzt nicht. 100% geiler Abend. Prost. So, ihr beiden. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Und die ist hier auf dieser Seite. Ihr müsst beide durch diese Tür hindurch. Okay. Okay. Wo bist du? Klaas, wo bist du? Warum ist denn hier eine, so eine... Eine Schutzwand? Schutzwand, ja. Boah, hat gerade nicht eingefallen. Es ist eine Schutzwand, damit die Leute geschützt sind. Ich soll hier bestimmt wieder durchspringen. Aber dann hätten die ja abgeschlossen. Weißt du noch, als ich so geil aber war? Aber ich glaube, ich... Das weiß ich noch. Aber ich glaube, das Ding ist, guck mal, nee, das glaube ich nicht. Weil das würde in Gänze umkippen, wenn wir da durchrennen wollen würden. Aber wir müssen da beide hindurch. Boah, ich kriege jetzt schon Kopfschmerzen von dem Zeug. Ja, das war so ein richtiger Fusel. Ja, war ein richtiger Fusel. Nichts Feines. So, bitte euer erster Versuch. Wie kommt ihr beide durch die Türen durch? Ihr müsst beide durch. Vielleicht, warte mal. Nee, ernsthaft, weißt du, wo keiner mit rechnet? Ja. Durch Schlüsselloch. So, okay, jetzt komm, jetzt noch einmal richtig, jetzt komm. Ja, so. Einmal noch. Guck mal, es könnte sein, dass wir praktisch die, die Klinke mit dem Fuß aufmachen, zum Beispiel. Mhm. Mit der Hand nicht anfasst oder so? Nee, ist nicht. Nein, ihr dürft die Tür nicht mit Körperteilen unterhalb der Gürtellinie berühren und öffnen. Wir dürfen unterhalb der Gürtellinie. Meine Hände sind auch unterhalb der Gürtellinie. Nee, die sind oberhalb der Gürtellinie. Nee, guck mal, wie lang die sind. Oh, Joko. Wait, das sind so Fragen, die würde ich stellen, wenn du es erklärst. Ja, wenn du mir zugehört hättest. Mit der Zunge bestimmt. Aber warum ist eine Schutzwand da? Da warst du so eine Riesenzunge. Ja, ich meine, ich weiß. Wir haben uns langsam dran gewöhnt, aber coronamäßig sind wir schon so weit hier, wieder mit der Zunge an der Türklinke. Sind wir schon wieder so weit in Deutschland, dass wir schon wieder mit der Zunge an die Türklinke gehen? Ist das, was uns beim Freedom Day versprochen wurde? Euer zweiter Versuch. Ihr habt ja insgesamt 5. Erster hat nicht geklappt. Was wirklich keinen Sinn macht, ist diese Schutzwand dahinter. Das ist eine so großartige Idee, die ihr hattet. Aber leider falsch. Ihr dürft die Tür nicht mit dem Kopf berühren oder öffnen und so, okay, die Zunge gehört zum Kopf. Jetzt mal unter uns, ne? Ja. Was willst du, dass du wieder anfängst zu arbeiten? Brauchst du mehr Geld? Was ist los? Das Regeln erklären wir uns. Ja, willst du irgendwie, fühlst du dich nicht gesehen? Oder willst du mehr Beachtung von uns? Ja, manchmal. Sollen wir mal nach so einer Aufzeichnung mal essen gehen? Oder was willst du? Ja, oder trag mich nach Hause oder. Sag uns doch mal ernsthaft, Steven. Bui, hey. Bui. Der ist auch besoffen. Was heißt, hör auf, der ist doch ganz der ist auch. Ich habe schon 3 Schlücke ab 40% bin ich bei. 120. Ey, high five. Welcome in our matrix. So. So, okay, ey, diese Sendung ist mittlerweile wirklich nicht mal mehr als Kunstprojekt ernst zu nehmen. Also, es gibt keine Regeln, es gibt kein Spiel, alle sind betrunken. Nee, pass auf, los? Pass auf, Joko hat eine Idee. Das ist doch eine Familienshow. Leise, Joko hat eine Idee. Wir müssen durch die Tür. Es heißt nicht... Vielleicht müssen wir auch da reinrennen und mit dem Ding umkippen und deswegen steht die Wand dahinter. Super gefährlich. Ich würde mir alles brechen, aber ich würde es machen. Okay, dann...
lass was anderes überlegen. Oh Mann, ey, ich weiß, es nervt mich. Alles. Ja, das nervt mich auch hart. Das ganze Spiel nervt mich. Vielleicht müssen wir von der anderen Seite durch, weil wir gehen davon aus, dass wir von hier durch müssen und diese Schutzwand ist einfach nur eine Falle. Steven Gätchen ist wie so einer aus... einer von der Kicherbande. Ja, Steven Gätchen ist hier so wie einer, aus, den sie morgens um 7 aus dem goldenen Handschuh holen. Ja. Oh, nee, mach mal weiter. Sind wir schon ganz normal durchgegangen? Nee. Wir gehen jetzt einfach normal durch. Normal durch? Wir haben noch einen danach, ne? Mhm. Komm. Ja, dann... Mach die Tür mal zu. Das war super. Das hat geklappt! Glückwunsch! Das ist nämlich das Gute. Das ist nämlich das Gute, wenn ich trinke, werde ich viel intelligenter. Gut. Die nächste Aufgabe lautet: Dieser Ball muss ins Tor. Ja. Eine Aufgabe müsst ihr noch lösen, habt ihr den nächsten Vorteil fürs Finale. Gibt's noch mehr als die? Also theoretisch? Was meinst du noch? Mehr Aufgaben. Ja, es gibt noch eine weitere. Das ist die vorletzte sozusagen. Das ärgert mich. Vielleicht, ja, das hätte ich, nee, vielleicht mit so einem Trickshot. Oh! Sensationelles Tor! Sensationelles Tor! Aber leider falscher Versuch. Ihr dürft den Ball nicht mit dem Fuß schießen. Aber das war das Können oder? Okay, sag mal, was du gerade gesagt hast, Entschuldigung. Nicht mit dem Fuß schießen. Ja gut, dann halt einen Kopfball, ne? Also okay, komm, ich werf dir das auf den Kopf. Jetzt sehe ich natürlich weniger, ja? Hoch, Bogenlampe. Nicht durch Körperkontakt bewegen. Ach, pusten. Oh. Ja. Witzig. Krieg ich den mit einmal Pusten rein? Das finde ich eine große Herausforderung. Ja, so richtig, richtig in die Ecke rein. So. Oben links, ja. Joko. Und schaffst du's? Nicht durch Pusten ins Tor. Mir ist schwindelig. Entschuldige, ich hätte früher gedrückt, aber ich habe den Knopf nicht mehr gefunden. Ja, aber danke für deinen Einsatz. Aber nicht durch Körperkontakt. Nicht durch Körperkontakt, nicht mit dem Fuß schießen, how? Nicht durch Luftzug bewegen. Vielleicht sollen wir einfach das Tor verschieben. Leg den Ball doch nochmal auf die Position. Leg ihn nochmal auf die Position. Ich mach Joko das mit oder dem Tor. Den Ball? Nee, tu du den Ball, ich mach den Rest. Puh, brauchst du Hilfe? Leg mir einfach den Ball dahin, ich weiß wie. Joko, ich mache jetzt ein Tor. Sensationell. Richtig! Sehr gut! Guck mal, geht da. Das könnte eine super Abend sein. Das könnte eine super Sendung sein. Ja. Können wir ohne. Denk da ein Ei raus. Haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht, genau. Sehr gut gemacht. Oh Mensch, das war für mich schwierig, nicht zwischendurch einzugreifen und Regeln zu erklären, ja. Aber ihr habt das bravourös gelöst. This is my quest to find.